Herzlich willkommen bei der Videoanleitung für unser Schlafdach SCA 290. In den nächsten Minuten erfahren Sie, wie Sie Ihr Dach einfach und schnell öffnen und schließen. Los geht's mit einem Tipp. Bitte achten Sie darauf, dass vor dem Öffnen und Schließen des Dachs die Heckklappe geschlossen ist. Vor allem, wenn ein Fahrradträger montiert ist, damit das Dach sich frei bewegen kann. Wichtig: Beim Öffnen des Dachs entsteht Unterdruck im Fahrzeug, der ausgeglichen werden muss. Machen Sie deshalb eine Tür auf, am besten die seitliche Schiebetür. Nun können Sie mit dem Öffnen des Dachs beginnen. Lösen Sie zuerst die Durchstiegsabdeckung und befestigen Sie diese in der vorgesehenen Halterung unterhalb der Liegeeinrichtung. Klappen Sie nun durch Lösen des Bands den Haltegriff nach unten. Danach lösen Sie die Sicherheitsverschlüsse. Öffnen Sie nun durch Druck auf die rote Taste den SCA-Lock und klappen den Kugelverschluss nach unten. Lösen Sie die Riemen mit Klettverschluss des Stoffbalks. Jetzt lässt sich die Dachschale am Griff anheben. Bald werden die Gasfedern ansprechen und das Dach vollends aufstellen. Für das Anheben und Senken der Liegeeinrichtung ist es am besten, wenn es mit beiden Händen und parallel gemacht wird. Beim Heben und Senken der Liegeeinrichtung sollten geöffnete Fensterabdeckungen immer eingerollt und mit dem Klettband gesichert sein, damit sie nicht beschädigt werden. Der Stoffbalk lässt sich in zwei Stufen öffnen. Bei der ersten Stufe bleibt der Innenraum durch ein Fliegennetz geschützt. Der Stoffbalk lässt sich durch Klettverschlüsse sichern. Durch einen zweiten, unten liegenden Reißverschluss lässt sich auch das Fliegengitter öffnen. Auf der rechten Seite des Stoffbalks ist zusätzlich ein Fenster mit Folienscheibe integriert. Die Liegeeinrichtung ist mit Tellerfedern auf einem Lattenrost ausgestattet und bietet damit höchsten Liegekomfort bei gleichzeitig bester Luftdurchlässigkeit. Kommen wir jetzt zum Schließen des Dachs. Vor dem Schließen des Dachs sollte das Fenster im Stoffbalk geschlossen sein. Das Fliegengitter und der Stoffbalk selbst sollten ebenso geschlossen sein. Bitte achten Sie darauf, dass das Bettpolster mittig im Rahmen liegt und keine Gegenstände im Dachraum vergessen wurden. Wie beim Öffnen des Dachs muss auch beim Schließen immer eine Tür oder mindestens ein Fenster geöffnet sein, um für einen Druckausgleich zu sorgen. Die Heckklappe, Sie wissen ja, sollte dafür geschlossen sein. Nun das Dach langsam und parallel am Haltegriff nach unten ziehen. Bitte achten Sie darauf, dass der Stoffbalk durch den Einklappmechanismus nach innen auf die Matratze gezogen wird. Wenn das Dach fast geschlossen ist, halten es die Gasdruckfedern in der Schwebe. Ordnen Sie jetzt den Stoffbalk im Bereich des Durchstiegs. Wenn die Durchstiegsabdeckung abgerollt und frei nach unten hängt, können Sie das Dach komplett zuziehen. Achten Sie vor dem vollständigen Schließen, dass der Kugelverschluss nicht nach außen zeigt, und klappen ihn, falls notwendig, nach innen. Bitte kontrollieren Sie von außen, ob das Dach gleichmäßig geschlossen und nichts eingeklemmt ist. Rollen Sie den Stoffbalk ein und sichern Sie ihn durch die Klettverschlüsse. Jetzt können Sie die SCA-Lockverschlüsse durch Einführen der Kugelriegel verschließen. Diese müssen hörbar einrasten. Fixieren Sie den Haltegriff durch den Sicherungsriemen. Als letzten Schritt die Durchstiegsöffnung mit der Abdeckung verschließen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Dach und eine gute Reise.